Als die Leiche von Gabby Petito am 19. September gefunden wurde, dauerte es noch ganze 3 Wochen, bis der Gerichtsmediziner die Todesursache bekannt geben konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt war schon die Mehrheit davon überzeugt, dass ihr Verlobter Brian etwas mit ihrem Tod zu tun hat. In erster Linie aus dem Grund, weil er sich nicht ein einziges Mal persönlich zum Verschwinden seiner Verlobten zu Wort meldete. Weder um bei der Aufklärung behilflich zu sein, noch um sich selbst auf die Suche nach ihr zu machen. Das war zugegebenermaßen schon sehr verdächtig. Erschwerend kam hinzu, dass er sich abschottete, ja sogar von der Bildfläche verschwand, wobei seine Familie sich auch immer im Hintergrund hielt und ebenso wenig zur Aufklärung beigetragen hat. Am 12. Oktober stand dann fest, dass Gabby zu Tode stranguliert wurde, was bedeutet, dass ein Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Strick dazu verwendet wurde. Der Todeszeitpunkt war laut Gerichtsmediziner 3 bis 4 Wochen, bevor man ihre Leiche fand, was bedeutet, dass sie gegen Mitte August schon tot war. Wir erinnern uns, dass Gabbys Eltern die letzten 2 SMS von Gabby aber am 30. August erhielten, was wiederum deutlich macht, dass diese SMS nicht von Gabby verfasst worden sind. Logischerweise muss also jemand, den sie gut kannte, Zugang zu ihrem Handy gehabt haben und zudem auch genug Informationen über sie haben, um den Inhalt der Nachrichten so zu gestalten, dass die Empfänger davon ausgehen, Gabby hätte den Text geschrieben. Natürlich fällt der Verdacht da zuerst auf ihren gesuchten Verlobten Brian, mit dem sie ja gemeinsam diese Reise machte. Gefühlt die ganze Welt ist immer noch davon überzeugt, dass Brian seine Verlobte umgebracht hat, obwohl es keine Beweise gibt. Er ist seitdem auf der Flucht, doch nun scheint der Fall wieder eine Wende zu machen. Schon seit über einem Monat sucht die Polizei nach dem vermisst gemeldeten Brian Laundrie. Wir erinnern uns, dass er in Verbindung mit Gabbys Tod nur als Person von Interesse galt. Es wird zwar auch per Haftbefehl nach ihm gesucht, jedoch existiert dieser wegen Kreditkartenbetrug. So soll Brian unbefugt etwa $1000 von Gabbys Konto abgehoben haben. Seitdem der Gerichtsmediziner bestätigte, dass Gabby stranguliert worden war, gilt Brian als Hauptverdächtiger in diesem Fall. Das FBI bestätigt nun, dass in einem Naturreservat in Florida menschliche Überreste gefunden wurden. Die Vermutung, es könnte sich um die Leiche von Brian Laundrie handeln, wird dadurch unterstützt, dass kurz zuvor ganz in der Nähe des Fundortes persönliche Gegenstände von Brian gefunden wurden. Hierbei soll es sich unter anderem um seinen Rucksack und Laptop handeln. Da die Gegend dort sehr sumpfig ist, lagen die Gegenstände zeitweise unter Wasser und sind jetzt erst wieder aufgetaucht. So ist die Annahme realistisch, dass die Leiche, die von Leichenspürhunden entdeckt wurde, tatsächlich Brians Überreste sind. Die Untersuchungen werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es Gewissheit gibt. Auch die Eltern von Brian wurden an den Fundort gebeten. Der Anwalt der Familie Laundrie sagt, dass die Eltern auf die forensischen Auswertungen warten, bevor sie einen ersten Kommentar zu diesem tragischen Fall abgeben. Der Fundort befindet sich zwischen dem Haus der Familie Laundrie und dem Park, in dem Brian und seine Eltern angeblich noch zusammen campen waren. Wohlbemerkt im September, als der ganze Trubel um die vermisste Gabby schon in Höchstform lief. Obwohl Bewegung in den Fall kommt, kann man leider immer noch nur darüber spekulieren, was an Gabbys Todestag passierte. Sollte die gefundene Leiche tatsächlich Brian sein, wird die Aufklärung natürlich umso schwieriger. Er ist nun mal die einzige Person, die Gabby das letzte Mal lebend gesehen hat. Zumindest wird das angenommen. Das war ein kurzes Update zu diesem tragischen Fall. Leider und zum Bedauern für Gabbys Familie ist jetzt wieder Geduld gefragt, bis die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Welche Theorien habt ihr über diesen Fall? Ist Brian schon seit seinem Verschwinden tot? Schreibt mir eure Gedanken mal in die Kommentare.